Polen ist ein Land in Zentraleuropa und grenzt im Westen an Deutschland, im Süden an Tschechien und die Slowakei, im Osten an die Ukraine und Weißrussland, im Nordosten an Litauen und im Norden an Russland, sowie auch an die Ostsee. Polens größte Städte sind Warschau, was auch die Hauptstadt ist und in dessen Metropolregion etwa 3,1 Millionen Menschen leben, gefolgt von Krakau, Łódź, Breslau und Posen. Insgesamt leben in Polen etwa 38 Millionen Menschen, womit Polen der fünftbevölkerungsreichste Mitgliedstaat der Europäischen Union ist. Polen ist bekannt für die gute wirtschaftliche Entwicklung während den letzten Jahren, für die ausgeprägte christliche Identität, für die Geschichte, die schönen Städte, insbesondere die pulsierende Hauptstadt Warschau, für die Vielfalt an Natur, die Salzminen und die polnische Küche. Aber wie wir später noch herausfinden werden, hat Polen noch weit mehr als das zu bieten. Polnisch ist die offizielle Sprache Polens und hinter Russisch die am zweithäufigsten gesprochene slawische Sprache weltweit. 98% der in Polen lebenden Menschen sind polnischer Abstammung, was Polen zu einem der homogensten Länder Europas macht. 90% sind Christen, während 6% sich mit keiner Religion identifizieren. Polen ist mit einer Gesamtfläche von 312.000 Quadratkilometern eines der größten Länder Europas, größer als Italien und etwa gleich groß wie Malaysia. Die Flagge Polens besteht aus zwei gleichbreiten horizontalen Streifen, einem roten unten und einem weißen oben. Selbst laut der polnischen Verfassung sind weiß und rot die Nationalfarben des Landes. Diese weiß-rote Farbkombination wird seit dem Mittelalter verwendet, was erklärt, warum sie für die polnische Identität wirklich wichtig ist. Das gleiche gilt übrigens für die blau-gelbe Farbkombination in der Ukraine. Und bitte verwechsle die Flagge Polens nicht mit der Flagge Indonesiens oder Monacos. Es gibt keine offizielle Definition, wofür die weiße und rote Farbe in der polnischen Flagge steht. Hinter den Farben der polnischen Flagge steckt jedoch eine tolle Legende. Drei slawische Brüder, Lech, Tschech und Rus, gingen auf die Jagd. Sie trennten sich, um verschiedenen Beutetieren zu folgen. Lech, was ein Name bestimmter westslawischer Stämme ist, die im heutigen Polen leben, sah einen weißen Adler, der sein Nest bewachte. Die Haltung des Adlers war stolz und die Flügel weit ausgebreitet. Es war ein majestätischer Anblick vor dem Hintergrund der untergehenden roten Sonne. Lech war zutiefst beeindruckt, warum er sich dazu entschied, sich genau dort, wo er sich jetzt befand, niederzulassen. Er gründete eine Siedlung für sein Volk und nannte sie Gniazdo. Das ist polnisch und steht für Nest. Es war die erste Hauptstadt Polens. Die Farben waren also weiß wegen des Adlers und rot für die untergehende Sonne. In der slawischen Tradition wird weiß mit Reinheit und mit Wasser assoziiert. In der christlichen Tradition steht es für Frieden und rot für die Liebe. Obwohl Polen bereits 2004 der Europäischen Union beigetreten ist, zahlen die Menschen mit dem Złote. Polen hat die 22. größte Wirtschaft der Welt, die 6. größte der Europäischen Union und ist eine der am schnellst wachsenden innerhalb der Union. Polens Wirtschaft war die einzige der Europäischen Union, die einer Rezession im Jahre 2008 ausweichen konnte. Darüber hinaus konnte sie während den letzten 28 Jahren bis ins Jahr 2019 jedes Jahr stetig wachsen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist in den letzten 20 Jahren um durchschnittlich 6% pro Jahr gewachsen, was Polens Wirtschaft zur stärksten Zentraleuropas macht und auch dazu führte, dass Polen das Bruttoinlandsprodukt seit 1990 versiebenfachen konnte. Fast 40% der 500 größten Unternehmen in Zentraleuropa stammen aus Polen. Darüber hinaus liegt die Arbeitslosenquote in Polen seit 2008 konstant unter dem europäischen Durchschnitt, nämlich bei rund 3,1%. Jedoch wird vermutet, dass die Jugendarbeitslosenquote weit höher liegt. Polen ist der 20. größte Exporteur von Waren und Dienstleistungen in der Welt und die signifikantesten Exportprodukte sind Maschinen, Möbel, Lebensmittel und Kleidungsstücke. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung hat FTSE Russell Polen im Jahre 2017 umgestuft, nämlich von einem Schwellenland in ein entwickeltes Land. Polens wichtigste Exportpartner sind Deutschland, Tschechien und Großbritannien, während die größten Importpartner Deutschland, China und Russland sind.
Das Mediangehalt in Polen nach Sozialabgaben liegt bei umgerechnet knapp 6.000 Euro pro Jahr. Das bedeutet, dass die Hälfte der Arbeitnehmer mehr als das verdient und die andere Hälfte weniger. In den großen Städten sind die Gehälter aber deutlich höher als auf dem Land. Polen konnte sich in einen wahren Touristenmagnet entwickeln und das ist angesichts der Natur auch nicht verwunderlich. Die Natur sowie historische Attraktionen ziehen jedes Jahr Millionen von Touristen aus aller Welt an. Genauer gesagt belegt Polen den 16. Platz unter den meistbesuchten Ländern weltweit. Polen hat einer der weltweit größten Diasporas, mit irgendwo zwischen 18 bis 20 Millionen im Ausland lebenden Polen. Mehr als 10 Millionen zogen in die USA, 2 Millionen nach Deutschland, 1,8 Millionen nach Brasilien und 1 Million nach Frankreich. Später in diesem Video wird es zwei Erfahrungsberichte geben, einen von Schnufinski, der Auswanderer, und einen von Francisco vom YouTube-Kanal Ausgewandert nach Polen. Sie beide sind von Deutschland nach Polen ausgewandert, werden über ihre Reisen sprechen und all jenen, die an einer Auswanderung nach Polen interessiert sind, nützliche Hinweise geben können. Wenn du eine Idee hast, welches Land ich als nächstes abdecken soll, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Dieses Video ist Teil einer Videoserie, in welcher ich auf das Auswandern in unterschiedlichste Länder weltweit eingehe. Ich habe bereits zu unzähligen Ländern Videos veröffentlicht, es lohnt sich also, einen Blick in die Wiedergabeliste zu werfen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Doch zurück zu Polen, was sind die größten Vorteile einer Auswanderung nach Polen und was gilt es im Falle einer Auswanderung zu beachten? Im Jahre 2019 sind offiziell 5.188 Deutsche nach Polen ausgewandert. Damit besetzt Polen den 8. Platz der Lieblingsauswanderungsdestinationen der Deutschen vor den Niederlanden und hinter Frankreich. Ungefähr 650.000 Menschen, die in Polen leben, wurden nicht dort geboren, sondern zogen zu ihren Lebzeiten in dieses Land. Die mit Abstand größten ausländischen Bevölkerungsgruppen sind die Ukrainer, gefolgt von den Weißrussen, den Deutschen, Russen und Vietnamesen. Aber was sind nun die Vorteile einer Auswanderung nach Polen? Beginnen wir mit der Vielfalt an Natur. Polen hat im Norden Zugang ans Meer, im Süden viele Berge und im Zentrum weite, relativ flache Ebenen. Darüber hinaus gibt es viele Seen, Flüsse, Hügel, Sümpfe, Inseln und Wälder, die nur darauf warten, von dir besucht zu werden. Polen hat über 70 Berge mit einer Höhe von über 2000 Metern, die alle im Tatragebirge liegen, der höchsten Bergkette der Karpaten im Süden des Landes. Polens höchster Punkt ist der Gipfel von Rysi auf 2499 Metern Höhe. Dieser Berg ist auch unter dem Namen Meeraugspitze bekannt und wird geteilt zwischen Polen und der Slowakei. Polen hat sogar eine kleine Wüste im Süden, die als Bledow-Wüste bekannt ist. Es handelt sich hierbei aber nicht um eine natürliche Wüste, sondern eine durch menschliche Aktivität bereits ab dem Mittelalter herbeigeführte Wüste. Es gibt auch einige Sanddünen, die im Słowiński-Nationalpark an der Küste zur Ostsee auffindbar sind und eine Höhe von bis zu 30 Metern erreichen können. Polen hat eine Küste von etwa 770 Kilometern zur Ostsee, was alle Türen für Aktivitäten öffnet, die im Zusammenhang mit dem Meer stehen. Die Küste ist größtenteils flach, aber man kann auch Klippen, Dünen und Nehrungen auffinden. Die längsten Flüsse sind die Weichsel mit rund 1047 Kilometern Länge und auch die Oder, die einen Teil der polnischen Grenze zu Deutschland bildet. Polen gehört mit etwa 10.000 geschlossenen Gewässern zu den Ländern mit den meisten Seen weltweit. In Europa hat nur Finnland eine höhere Anzahl an Seen im Verhältnis zur Landesfläche. Die größten Seen sind der Spierdingsee und der Mamrisee, die sich beide im Nordosten des Landes befinden. Heute bedecken Wälder etwa 29% der polnischen Landesfläche. Das nationale Wiederaufforstungsprogramm hat jedoch das Ziel, diese Zahl bis 2050 um 4% auf insgesamt 33% zu erhöhen. Der größte Wald in Polen ist die Niederschlesische Heide im Südwesten Polens nahe der Grenze zu Deutschland. Polen ist die Heimat verschiedenster seltener Tierarten sowie den größten europäischen Säugetieren wie den Wiesens. Die Wiesens sind heute nur noch im Białowieża Nationalpark aufzufinden. Das ist ein Nationalpark, der zwischen Polen und Weißrussland geteilt wird und einer der wenigen verbleibenden Urwälder Europas ist. In diesem Park leben etwa 800
500 dieser Bisons, die schwersten Landtiere Europas. Darüber hinaus beherbergt Polen ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung von Weißstörchen. Da das europäische Bison und der Weißstorch sich in Polen scheinbar wirklich wohlfühlen, ist es nicht verwunderlich, dass diese beiden Tiere als inoffizielle Nationaltiere Polens gelten. Polens Nationaltier ist jedoch der Seeadler, der auch im polnischen Wappen abgebildet ist. Fahren wir fort mit dem Klima. Das Klima Polens wechselt von einem ozeanischen im Norden zu einem kontinentalen im Südosten Polens. Wenn du also milde Sommer und Winter bevorzugst, ist der Norden des Landes eine gute Wahl. Aber wenn du heiße Sommer und kalte, schneereiche Winter magst, dann wird es dir im Landesinneren besser gefallen. Polen ist bekannt für die gotischen Backsteinschlösser, für die niedlichen kleinen Getreidespeicher, für die vielen Kirchen sowie für die Marktplätze und Rathäuser. Aufgrund der reichen Geschichte gibt es in Polen viele Museen und historische Sehenswürdigkeiten, die es sich zu erkunden lohnt. Die Polen sind international für ihre Gastfreundschaft bekannt. Wenn du von einer polnischen Familie eingeladen wirst, dann ist es fast unmöglich, hungrig oder durstig nach Hause zurückzukehren. Dieses Merkmal ist jedoch nicht nur in Polen, sondern auch in anderen Ländern Zentral- und Osteuropas sowie Südeuropas üblich. Die polnische Küche ist mit den Küchen der Nachbarländer verwandt. Dennoch gibt es Spezialitäten, beispielsweise Bigos, Pierogi, Kotlet Szabowy und viele Arten von Suppen wie Gurkensuppe, Pilzsuppe oder Tomatensuppe. Polnische Gerichte sind normalerweise reich an Fleisch, insbesondere Schweinefleisch, Hühnchen und Rindfleisch, und auch Teigwaren und Brot sind in der polnischen Küche beliebt. Einige sehen die konservative Politik des Landes als ein weiterer Vorteil einer Auswanderung. Ob das auf dich zutrifft, musst du natürlich selbst beantworten. Ein weiterer Vorteil ist die zentrale geografische Lage Polens in Europa. Polen grenzt an 7 Länder, was das Erkundschaften dieser Länder problemlos möglich macht. Ebenfalls ist Polen ein Nachbar Deutschlands, was das Auswandern logistisch gesehen nicht allzu kompliziert und auf jeden Fall einfacher als beispielsweise das Auswandern nach Australien macht. Doch was kostet es in Polen zu leben? Wer mit 2000 Euro monatlich in Berlin über die Runden kommt, der benötigt in Warschau für denselben Lebensstil etwa 1330 Euro monatlich. Damit ist das Leben in Warschau um über 33% günstiger als das Leben in Berlin. Die tieferen Lebenshaltungskosten können also ebenfalls als ein weiterer Vorteil einer Auswanderung interpretiert werden. Vor allem, wenn du über Erspartes oder einem regelmäßigen Einkommen aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich verfügst. Doch trotz all dieser Vorteile gibt es auch einige Nachteile, die du im Falle einer Auswanderung nach Polen beachten solltest. So wie es aussieht, sind die polnischen Durchschnittsgehälter im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten nicht wirklich hoch. Außerdem ist die polnische Sprache schwer zu erlernen, vorausgesetzt, du kennst keine andere slawische Sprache. Wie in vielen Ländern ist auch in Polen derzeit eine große politische Polarisierung zu beobachten. Fahren wir mit dem Erfahrungsbericht von Schnufinski, der Auswanderer, fort. Wann bist du nach Polen ausgewandert und in welchen Landesteil? Also erstmal freut es mich wirklich, dass ich meine persönlichen Erfahrungen aus Polen mit dir und deiner Community teilen darf. Ich lebe seit Dezember 2019 in Polen, um genauer zu sein, lebe ich in Łódź oder auf Deutsch Łódź. Das ist die drittgrößte Stadt Polens mit circa, oder ich sag mal knapp 700.000 Einwohner, ist circa eine Stunde Autofahrt von Warschau entfernt und circa 50 Kilometer vom geografischen Mittelpunkt Polens. Wieso hast du dich genau für Polen entschieden? Ja, es sind eigentlich viele Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass ich nach Polen ausgewandert bin. Zum Beispiel habe ich hier meine jetzige Frau auch kennengelernt. Aber wir hätten ja genauso gut auch nach Deutschland kommen können. Oder sie hätte auch nach Deutschland auswandern können. Aber wir haben uns dazu entschieden, dass ich hier nach Polen auswandere. Und auch, weil mir hier das Land Polen mir hier sehr zusagt. Mir gefällt zum Beispiel hier die polnische Mentalität. Und wenn ich jetzt mal den typischen Polen beschreiben mit ein paar Worten beschreiben müsste, würde ich sagen, der Pole ist ein sehr gastfreundlicher, ein sehr warmherziger, ein sehr hilfsbereiter und ein sehr loyaler Mensch. Und das sind Charakterzüge, die mir sehr gefallen und mir natürlich auch sehr zusagen. Was ich hier auch in Polen sehr, sehr liebe, ist einfach die Tradition und Erhaltung der Kultur einfach.
Man merkt das auch an den Feiertagen, wie zum Beispiel an den Weihnachtsfeiertagen oder Osterfeiertagen, dass das hier alles sehr warm gefeiert wird. Also die Menschen, die halten hier wirklich zusammen und das spürt man dann auch einfach, wie herzlich hier die Menschen auch miteinander umgehen. Und ja, das sind einfach Charakterzüge, die mir hier sehr gefallen. Was auch ein wichtiger Punkt für mich war, dass ich hier nach Polen komme, ist die Sicherheit hier in Polen. Ich finde es hier viel, viel sicherer auf der Straße, wie zum Beispiel in Deutschland. Ich kann hier bedenkenlos abends auf der Straße rausgehen, ohne Angst zu haben, dass mir hier etwas passiert. Ich kann hier auch meine Frau abends draußen rumlaufen lassen mit einem sicheren Gedanken und ohne Angst zu haben, dass ihr hier irgendetwas passiert. Ja, und um vielleicht auch mal ein paar typische Klischees auszuschließen, dass hier in Polen zum Beispiel auch sehr viel geklaut wird. Um einfach mal nur ein Beispiel zu nennen, ich habe hier einmal meinen Autoschlüssel in der Autotür stecken lassen. Ja, und mein Auto stand auch noch am nächsten Tag da, wo es stand, ne? Mit Auto und Schlüssel, alles drum und dran, ne? Also, dass hier in Polen sehr viel geklaut wird, ja, das ist auch nicht so, wie es gerne behauptet wird. Kann sein, dass es früher mal so war, vor 30 Jahren oder so. Ja, da war aber auch hier die Situation in Polen ganz anders. Aber heute behaupte ich jetzt einfach mal, dass sich Polen wirklich im Gegensatz vor 30 Jahren um 360 Grad einfach geändert hat. Und ja, das sind auch natürlich einfach Vorteile, die für sich sprechen. Auch, was mir hier in Polen sehr gefällt, ist die polnische Natur. Also ich habe hier eine Ostseeküste, die quasi von der deutschen Grenze schon von Swinemünde bis hoch zur Halbinsel Hel geht, mit sehr schön traumhaften Orten, wirklich. Ich habe auch schon einige besucht und das ist wirklich sehr schön. Dann haben wir im Süden die Gebirge, die Tatragebirge, auch sehr schön. Wenn man jetzt weiter in den Osten geht, haben wir die Masuren, was auch sehr traumhaft ist. Und man hat ja auch so im Allgemeinen sehr viel Waldflächen hier, was mir hier sehr einfach zusagt. Ja, und das sind auch eigentlich so, ich sage jetzt mal, die wichtigsten Punkte, die dafür gesorgt haben, warum ich nach Polen ausgewandert bin. Was gefällt dir am besten an deinem Leben in Polen? Ja, was mir am meisten gefällt, das kann ich eigentlich schon mit der Frage verbinden, auch die ich schon davor beantwortet habe. Weil die Sachen, die mir hier am meisten gefallen, das waren auch die Gründe, warum ich nach Polen ausgewandert bin. Und das ist einfach hier, wie hier die Menschen sind, wie hier die Menschen miteinander umgehen, dass die hier sehr warm zueinander sind. Die Kultur, dass hier überhaupt Kultur und Tradition erhalten bleibt. Die ganze Natur, die hier ist. Ich habe hier, wo ich hier lebe, in der Stadt, habe ich hier einer der größten Wälder Europas innerhalb einer Stadtgrenze. Und das ist für mich persönlich Natur pur. Und das sagt mir natürlich sehr zu. Und was mir hier auch sehr in Polen gefällt, ist einfach, ich habe hier eine gewisse Art an Freiheit. Hier werden viele Sachen etwas lockerer genommen und ja, das gefällt mir einfach. Und ich fühle mich hier einfach sehr, sehr wohl und ich bereue keine einzige Sekunde, wirklich diesen Schritt gemacht zu haben, nach Polen auszuwandern. Was gefällt dir in Deutschland besser? Also jetzt Sachen, die ich jetzt aus Deutschland vermisse, gibt es jetzt nicht wirklich sehr, sehr viel. Oder wenn ich jetzt speziell darauf eingehe, aus meinem Leben aus Deutschland gibt es jetzt nicht sehr viel, was ich vermisse. Mal abgesehen, klar, von der Familie und Freunde, die ich sehr vermisse. Ja, ich würde jetzt mal sagen, deutscher Fußball, das ist den ich vermisse. Ich habe hier zwar in Polen ein Abo, wo ich deutsche Bundesliga schauen kann, aber ins Stadion gehen einfach, das sind so Sachen zum Beispiel, die ich sehr vermisse. Was mir auch am Anfang hier sehr, sehr gefehlt hat, hier in Polen, muss ich schon zugeben. Weil hier die, also hier in Polen lebt man schon diese Fußballkultur. Ja, aber ich denke, in Deutschland ist das schon viel, viel stärker einfach ausgeprägt. Ja, und das fehlt mir dann auch ein bisschen. Zum Beispiel auch am Wochenende sich mit meinen Eltern zu treffen oder ich sage jetzt mal speziell mit meinem Vater vorm Fernseher zu sitzen, um Bundesliga zu gucken. Das ist, sind natürlich Sachen, die mir auch fehlen. Einige deutsche Produkte kriege ich hier einfach nicht. Das ist jetzt zum Beispiel Löwensenf kriege ich hier nicht. Ich habe hier noch nirgendwo Löwensenf gesehen.
Ja, ich esse sehr gerne Senf, aber das ist ein Senf, den ich hier nicht kriegen kann. Und ich muss immer Bestellungen an meine Mama weitergeben, dass sie mir hin und wieder mal ein Paket schickt mit einigen deutschen Produkten, die ich hier nicht überall kriege. Und wenn ich die aus dem Internet hier in Polen bestellen muss, dann kosten die wirklich schon das 3-, 4-, 5-fache einfach. Ja. Und dann ist das schon manchmal günstiger, einfach ein Paket mit den ganzen Produkten loszuschicken. Aber ansonsten gibt es nicht wirklich sehr viel, wo ich jetzt sage, ja, das vermisse ich jetzt. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal in den letzten 2 Jahren mal hier und hin und wieder in Deutschland war, war es schön, dort zu sein. Aber ich muss auch zugeben, sobald ich wieder zurückfahre und polnischen Boden betrete, fühle ich mich einfach wohler. Und das ist dann auch einfach ein Zeichen dafür, für mich persönlich auch einfach ein Zeichen, wo mir auch gezeigt wird einfach, ja, ich habe alles einfach richtig gemacht. Ja. Welche Ratschläge gibst du Leuten, die an einer Auswanderung nach Polen interessiert sind? Ja, also Ratschläge, die ich jetzt jemandem geben würde, der über eine Auswanderung nachdenkt, ist an erster Stelle, wo möchte er wohnen? Weil es ist auf jeden Fall schon ein Unterschied, ob ich jetzt in Warschau wohnen möchte oder an der Ostsee wohnen möchte oder in den Bergen zum Beispiel wohnen möchte. Überall gibt es so ein paar kleine, vielleicht auch kulturelle Unterschiede. Das hat man ja auch in Deutschland, dass zum Beispiel die Leute in München ja auch ein bisschen anders vielleicht leben wie die Menschen in Hamburg. Und ja, in Polen ist das nicht anders. Und man sollte sich vielleicht auch vorher über den Ort informieren, auch wie die Lebensunterhaltungskosten da sind. Weil da gibt es dann auch schon ganz große Unterschiede. Weiter würde ich jemanden auch noch vielleicht empfehlen, sich Gedanken darüber zu machen, wie möchte er hier sein Leben finanzieren. Weil jedem muss klar sein, dass in Polen der Verdienst weniger ist wie in Deutschland. Also man kann schon, sage ich jetzt mal ganz, ganz grob sagen, man verdient in Polen ungefähr die Hälfte. Aber es ist hier nicht alles die Hälfte günstiger. Also das sollte jedem auch klar sein. Ne, und ja, man muss sich auf jeden Fall auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Noch eine ganz, ganz wichtige Sache, wie ich finde, was ich jetzt jemandem ans Herz legen würde, ist, sich mit der Kultur und im Allgemeinen mit dem Leben hier schlau zu machen, sich vielleicht ein bisschen zu informieren, weil Polen ist in vielen Sachen auch ein sehr hektisches und chaotisches Land einfach. Und in Deutschland ist jetzt, sage ich mal, ein Land, wo jetzt viel nach Regeln gehandelt wird. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach Polen kommt, könnte es vielleicht so einen ganz kleinen Kulturschock geben, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, man muss ganz klar sagen, die Menschen, die müssen sich einfach an das Leben in Polen anpassen. Also ich sage immer ganz gerne, du musst dich ja an Polen anpassen und Polen nicht an dich. Das ist schon mal so eine ganz wichtige Sache. Und das sind so, glaube ich, so die wichtigsten Sachen, die ich jetzt jemanden für den Anfang ans Herz legen würde. Und wenn noch irgendwelche Fragen offen sein sollte, stehe ich dir und deiner Community selbstverständlich für weitere Fragen zur Verfügung. Also ist gar kein Problem. Ihr könnt mich gerne anschreiben über Facebook oder Instagram. Ja, und ja, ich stehe euch gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Danke, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Für weitere informative Videos über Polen werfe doch einen Blick auf den Kanal Schnufinski der Auswanderer, den ich dir natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Einem jeden Polen Interessierten wird sein Kanal sicher sehr gut gefallen. Fahren wir mit dem Erfahrungsbericht von Francisco fort. Wann bist du nach Polen ausgewandert und in welchen Landesteil? Offiziell bin ich ja Mitte 2018, habe ich Deutschland verlassen und bin nach Polen und zwar direkt nach Stettin ausgewandert. Permanent gemeldet bin ich jetzt hier in Polen seit dem 15.12.2018. Das heißt, ich habe mich in Deutschland abgemeldet und lebe hier in Polen. Und mein erster Anlaufpunkt war Stettin, wo ich auch über 3 Jahre gelebt habe. Mittlerweile lebe ich jetzt in Lublin. Ja, das ist also ja, südöstlich von Polen, also ganz im Osten und ziemlich weit im Süden, ja, in der Nähe zur Grenze von Belarus. Ja, bis nach Warschau sind es so ungefähr roundabout 160, 170 Kilometer. Wieso hast du dich genau für Polen entschieden? Das ist eigentlich ganz schnell erklärt, und zwar zu glücklichen Ehezeiten.
Wir hatten noch in Berlin gelebt, sind wir regelmäßig übers Wochenende nach Stettin bzw. nach Mienstreue oder auch im Volksmund Mistreu gefahren, haben Urlaub gemacht und ja, die Leute, die haben mich begeistert hier. Ja, die Leute, die auch nicht viel Geld haben, haben gegeben. Ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist alles Gold, was glänzt hier in Polen, aber die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft und das Land selber, das hat mich wirklich begeistert. Und nach der Trennung, wie gesagt, 2018, habe ich gesagt, ist in Ordnung, komplett Neustart, Reset, ein neues Leben beginnen, zurück nach Hamburg, weil ich bin gebürtiger Hamburger. Ich fühlte mich nicht wohl. Ich fühlte mich in Deutschland nicht mehr wohl. Ja, und dann habe ich gedacht, ist in Ordnung. Polen, versuch's doch einmal in Polen. Es ist ja nicht die erste Auswanderung, die ich jetzt hinter mir habe. Es ist mittlerweile die vierte. Und da habe ich einfach die wirklich 7 Sachen gepackt, wenn es überhaupt 7 waren. Und dann ging es ab nach Stettin. Hab mir da das Hotelzimmer, wo wir regelmäßig übernachtet hatten, habe ich mir dann für 3 Monate gebucht und habe mir dort dann Stettin angeguckt. So ein bisschen kannte ich mich in Stettin aus. Hab mir Arbeit gesucht, Arbeit gefunden und wie gesagt, seit dem 15.12. lebe ich permanent in Polen. Und ich habe wirklich keine Sekunde bereut. Was gefällt dir am besten an deinem Leben in Polen? Ja, das, was ich schon eben gesagt hatte, die Gastfreundlichkeit, die Hilfsbereitschaft und die Sicherheit hier in Polen. Ja, also es gibt also nicht ganz so viele Migranten hier in Polen. Ja, ich als Deutscher würde jetzt zum Beispiel arbeitslos werden und würde zu den Behörden gehen und sagen, ich bin arbeitslos, ich brauche Geld. Dann werde ich zu 99,9% gefragt, aus welchem Land kommst du? Dann sage ich natürlich, ich komme aus Deutschland und dann wird mir auch ins Gesicht gesagt, dann wünschen wir dir eine gute Heimreise. Ja, hier gibt es keine Sozialschmarotzer, ja, es gibt hier kein Hartz IV. Natürlich für Einheimische gibt es natürlich Unterstützung, aber das ist ein Existenzminimum. Ja, und wer hier in Polen arbeiten will, ja, der bekommt hier auch überall Arbeit. Ja, und wie gesagt, die Menschen, das Leben, wie die Polen hier leben, ja, das gefällt mir hier am besten. Ja, ob man nun Ausländer ist oder kein Ausländer, wenn man sich an die Regeln hält und man ist freundlich, ja, man sagt, guten Tag, ich möchte bitte, Dankeschön, Entschuldigung, dann hat man schon die Hälfte gewonnen. Was gefällt dir in Deutschland besser? Ja, an Deutschland vermisse ich nur eines, und zwar, das ist meine Tochter. Die lebt noch bei meiner Ex-Frau in Berlin. Wir haben zwar über WhatsApp regelmäßig Kontakt, ich rufe sie auch zwischendurch mal an. Ja, aber das ist das Einzige, was ich wirklich nicht an Deutschland vermisse, was ich in Deutschland vermisse. Ansonsten ist das Land für mich Geschichte. Ja, ich möchte mit dem Land auch nichts mehr zu tun haben. Ja, der Antrag für Einbürgerung ist bereits gestellt. Und ich werde auch hier in Polen wieder heiraten. Ja, eine Polin natürlich. Ja. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich will nicht sagen für immer und ewig, aber ich bin davon überzeugt, Polen ist mein Finale. Hier werde ich die letzten Jahre meines Lebens glücklich und zufrieden verbringen. Welche Ratschläge gibst du Leuten, die an einer Auswanderung nach Polen interessiert sind? Es gibt so hundertprozentige Ratschläge, gibt es nicht. Ja, als erstes sollte man auf jeden Fall einmal Polen besucht haben. Naja, nicht nur einmal, auch öfters. Man soll sich die Kultur hier in Polen anschauen. Wie lebt sich das hier in Polen? Wie leben die Polen selber? Ja, und ich würde auf jeden Fall empfehlen, nicht in so einer Touristenstadt nach Swinemünde oder nach Stettin direkt rein, wo man wirklich nur deutsche Touristen hat, dann doch eher etwas weiter nach Polen rein. Ich sag mal, Krakau wäre ein Besuch wert, Danzig, Polkowice, Katowice, so sind größere Städte. Ja, wo nicht ganz so viel Touristen sich aufhalten, ja, wo man dann auch wirklich das Leben
mitbekommt, wie es wirklich in Polen ist. Ja, von Warschau rate ich dringend ab zu den Erstbesuchen Warschau. Warschau ist eine sehr große und laute Stadt. Ja, und Warschau ist auch ziemlich kulti-multi. Ja, also, um Polen zu besuchen, wenn man aus Deutschland kommt, ja, wie gesagt, nicht gleich nach Swinemünde oder Stettin, bisschen weiter ins Landesinnere rein, so ein paar kleine, ich sag mal, kleine Dörfer besuchen. Ja, und sich dann anschauen, wie die Polen dort wirklich leben. Ja, und ich habe mal ein Video gemacht gehabt, so eine Art Checkliste. Ja, da wo habe ich auch gesagt gehabt oder beschrieben gehabt, was man vom Auswandern eigentlich so alles machen sollte. Also richtigen Ratschlag kann ich nicht geben. Ja, ich kann nur sagen, es bedarf nicht unbedingt Mut, ja, aber es bedarf den Willen etwas ändern zu wollen. Und wenn die Deutschen jetzt sagen, hey, ich will auswandern nach Polen, natürlich, ihr seid herzlich willkommen, ja, aber bitte lasst eure deutschen Manieren in Deutschland. Dasselbe gilt natürlich auch für die Österreicher, Schweizer und allen anderen Gästen hier in Polen. Ja, hier wird Höflichkeit sehr, sehr groß geschrieben. Ja, ich habe es schon mal gesagt gehabt, es gibt diese drei Wörter. Ja, das ist erstmal Entschuldigung, bitteschön und Dankeschön. Ja, und diese Wörter sollten eigentlich in jedem Satz vorkommen. Ja, man geht nicht irgendwo ins Lokal und sagt, ein Kaffee. Ja, oder nur Kaffee. Ja, man immer noch bitte einen Kaffee. Und wenn man den Kaffee bekommen hat, ja, dann bedankt man sich mit Dankeschön. Ja, also, wie gesagt, bitte, danke und Entschuldigung. Diese drei Wörter, die werden ganz groß geschrieben. Ja, und Auswanderer nach Polen, ja, wie gesagt, Leute, guckt euch das Land an. Seht mal, wie das Land bzw. die Polen hier ticken, wie die Polen leben. Und lasst eure Manieren aus Deutschland, Österreich, Schweiz oder sonst woher immer auf der nicht polnischen Seite und genießt das Leben in Polen. Ja, also macht mal eine Woche Urlaub hier in Polen, ja, in der Stadt, in der ihr gerne auswandern wollt. Schaut euch die Stadt an, schaut euch an, wie die Leute ticken und dann soll es mit dem Auswandern auch klappen. Und ganz wichtig, gewöhnt euch auch schon mal an den Slotty. So, und nochmal eine kleine Anmerkung für alle Besucher, die das erste Mal nach Polen kommen. Ihr könnt natürlich mit eurer EC-Karte bezahlen oder wie es in Österreich heißt, auch Bankomatkarte. Ja, Geldautomat heißt übrigens auch Bankomat in Polen. Da weiß jeder, was gemeint ist. Solltet ihr mit Karte bezahlen? Ja, bitte, tut mir einen Gefallen, lehnt die Umrechnung ab. Das heißt, wenn ihr natürlich mit Karte zahlt, wird der Slotty-Betrag angezeigt. Die Umrechnung ablehnen, zahlt den reinen Slotty-Betrag. Denn wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne Umrechnung haben, ihr möchtet gerne wissen, was ihr in Euro bezahlt, dann zahlt ihr erstens einen ganz schlechten Wechselkurs, zweitens das Geschäft nimmt eine Gebühr für die Umrechnung in Euro und eure Bank will natürlich auch noch Geld haben für die Umrechnung, beziehungsweise dass ihr in Polen gezahlt habt. Also ganz wichtig, Umrechnung immer ablehnen. Das Beste ist, wenn ihr nach Polen kommt, ja, geht zum Kontor und wechselt dort Euro in Zloty und zahlt bitte in Zloty. Euro-Scheine werden angenommen, Wechselgeld gibt es in Zloty zurück. Münzen werden in Polen so gut wie gar nicht angenommen. Ihr könnt Glück haben, wenn ihr irgendwo mal so auf so einem Gemüsemarkt seid, dass eventuell Münzen angenommen werden, dann aber auch nur die 1- und 2-Euro-Münzen. Ja, wenn überhaupt. Ja, also wechselt Euro in Zloty und bezahlt immer in Zloty, niemals in Euro. Meistens ist der Umrechnungskurs immer 1:4 und da verliert er zwar. Es sind im Durchschnitt zwischen 40 und 60 Groschen. Ja, hört sich erstmal nicht viel an, aber wenn ihr das regelmäßig und täglich macht,
dann läppert es sich zusammen. Also Umrechnung ablehnen und in Zloty bezahlen. Vielen Dank, Francisco, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Falls du an einer Auswanderung nach Polen interessiert bist, dann wird dir Franciscos YouTube-Kanal sicher sehr gut gefallen. Auch hier habe ich dir seinen Kanal unten in die Videobeschreibung verlinkt. Doch was muss getan werden, um nach Polen auszuwandern? Wie in Mitgliedstaaten der Europäischen Union üblich, ist ein visumsfreier Aufenthalt für maximal 3 Monate möglich. Das ist praktisch, da du dir so ein eigenes Bild von Polen machen kannst, bevor du dich für eine Auswanderung entscheidest. Für ein langfristiges Auswandern sollte man sich bei der Gemeinde des Wohnortes anmelden und seinen Wohnsitz registrieren lassen. Ebenfalls muss man Arbeitnehmer oder selbstständig sein oder über ausreichend finanzielle Mittel sowie einen Krankenversicherungsschutz verfügen. Auch beim Absolvieren eines Studiums oder einer Ausbildung wird eine Bewilligung ausgehändigt, sofern währenddessen ein Krankenversicherungsschutz und ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Eine Bewilligung erhält man auch, wenn man Ehepartner eines polnischen Staatsbürgers ist. Nach Ablauf von 5 Jahren in Polen mit maximal 6 Monaten außerhalb Polens kann man eine Daueraufenthaltsbewilligung erhalten. Mit dieser kannst du dich ununterbrochen in Polen aufhalten. Um weitere Informationen zu der Auswanderung nach Polen zu erhalten, werfe doch einen Blick auf die Webseite, die ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe.